So, erstmal herzlich willkommen zurück bei Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising. Und das letzte Mal haben wir Blue Moon fertig gemacht. Also die Blue Moon Missionen fertig gemacht. Nach Green Earth können wir noch nicht. Da wo die richtig schweren Missionen sind nebenbei. Wir fangen erstmal an mit Yellow Comet. Und Moment, wir brauchen zuerst mal wieder die Laborkarte, würde ich sagen. Und die ist in der Sonja-Mission versteckt. Die leider die schwerste von den dreien ist, aber mal sehen. Der Gegner soll wirklich hier sein? Ja, irgendwo hier. Das hat man mir berichtet. Hey! Sonja, was ist mit dir? Autsch! Blut! Sonja, du blutest! Schnell! Sie braucht eine Transfusion! Kommandant? Vater, hör auf! Ich bin nur gestolpert! Du reagierst vollkommen übertrieben! Aber ich mache mir eben Sorgen! Sollte dir jemals etwas zustoßen, wüsste ich nicht, was ich tun sollte! Ich wusste es! Du solltest hinten stehen! Dort ist es viel sicherer für dich! Niemals! Ich bin ein Yellow Comet Co. Als solcher kann ich die Verantwortung übernehmen. Ich beweise es dir. Aber Sonja, ich... Warte, Vater, sieh dir das an. Hm? Das ist... Eine riesige Festung des Gegners? Seit wann steht ihr denn hier? Welch Sakrileg, solch eine Monstrosität auf unserem heiligen Boden zu setzen. Es wird an der Zeit, meine Klinge zu schärfen. Geduld, Vater. Wir müssen erst Erkundigungen einziehen. Aber... Info ist von höchster Wichtigkeit im Kampf. Blindlings loszustimmen erhöht nur das Risiko. Lass mich das machen. Niemals! Das ist zu gefährlich! Du solltest sie gehen lassen. Sensei, ich denke nicht. Sonja ist eine angesehene Kommandantin der Yellow Comet Armee. Glaube an deine Tochter, Kanbei. Das ist das einzig Richtige. Sonja, bist du wirklich bereit dafür? Hundertprozentig. Ich bin schließlich deine Tochter. Ich beweise dir mein Können. Mission 17. 8 gewinnt. Wie ist diese Festung einzunehmen? Ich muss wohl die 8 Geschütze zerstören, die sie umgeben. Ohne sie ist die Festung keine Gefahr mehr. Und ich habe gewonnen. Entweder das oder ich besetze ihr Hauptquartier. Dieses Terrab... Oh, Entschuldigung, falsche Stimme. Ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Jetzt muss ich mich an die ganze Stimme wieder erinnern. Dieses Terrab bereitet unseren Freunden vom Kopfzerbrechen. Wie sehr sie sich auch anstrengen, die Ärmsten sind zum Scheitern verurteilt. Co-Adder von Black Hole, wie ich annehme. Ich hätte wissen müssen, dass ihr dahinter steckt. Diese Festung wurde durch die Macht der Black Hole Nation erschaffen. Sie wird niemals durch die Hände derer von Yellow Comet fallen. Sobald ich hier fertig bin, werde ich diese Karte zerstören. Nicht auszudenken, wenn diese Narren unser Geheimlabor entdeckten. Nun denn, sehen wir uns mal die Fertigkeiten dieses Co. an. Ja, das hätte ich jetzt auch gleich mal gemacht, weil Sonja ist im Vergleich zu Advance Wars 1 ein bisschen stärker geworden. Sie ist nämlich nicht länger der schwächste Co. im Spiel, das hat nämlich unser guter Helmut dafür übernommen. Sonja hat zwar ihr Unglück immer noch, dafür nicht mehr ganz so stark. Sie kann nur noch maximal 10 Punkte im Negativen daneben liegen. Zudem hat sie ein paar nützliche Fähigkeiten dazugekriegt. Also ihre Kriegsnebel-Sichtweite ist immer noch da. Ihre versteckten Trefferpunkte gibt es auch noch. Bis auf die Tatsache, dass das den NPC einen Scheißdreck interessiert, weil der NPC weiß so oder so, wie viele Trefferpunkte meine Einheiten haben. Das funktioniert nur gegen andere Spieler, diese Mindgames. Was sie aber wirklich hat, ist eine erhöhte Konterkraft. Also ihr wisst ja, wenn Direkteinheiten angegriffen werden, dann kontern sie ja. Also wenn sie im Konter ist, macht sie 50% mehr Schaden. Zudem, ihre Garde macht wie gewohnt plus 1 Sichtweite. Wobei das runtergenervt wurde von, glaube ich, plus 2. Ja, wir haben standardmäßig plus 1, daher soll mir das jetzt mal nicht so viel ausmachen.
und ja. Was gab's da noch? Irgendwas war noch. Ja, ihre Spezialgabe, die ist ganz richtig nett. Die hat auch was mit dem Content zu tun. Sie gibt uns ebenfalls die Sichtweite. Wir können in Wälder und Riffe reinsehen, als ob sie normales Gelände wären. Das ist bei der normalen Gabe ebenfalls schon. Zusätzlich dazu, wenn uns der Gegner mit Nahkampfwaffen angreift, also unsere eigenen Nahkämpfer, dann erfolgt der Konterangriff, bevor der Angriff kommt. Das heißt, die Angriffsreihenfolge wird da schön umgedreht. Das ist ziemlich raffiniert. Insgesamt gehört sie aber nicht unbedingt zu den ganz starken Kursen. Man muss mit ihr recht taktisch spielen, wenn man mit ihr siegen will. Vor allem, weil das Unglück halt immer noch präsent ist. Nicht mehr so stark, aber es ist noch da. Auch wenn es keine 20% mehr sind. Weil die sowieso ziemlich übertrieben waren. So. Ich brauche ein paar Nahkämpfer und vor allem brauche ich ein paar Speer. Sichtfelds geht hier recht wenig. Bäm mit Sonja sind schon was Tolles. Sichtradius von 6 Felder. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein Flakgeschütz. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber Sonja hat einen ziemlich kurzen Powermeter. Fast so kurz wie der von Edda. Also für die Spezialgaben ist er genauso kurz, aber Edda hat eben noch eine etwas billigere Gabe. Ich glaube, ihr seht, warum ich ein Flakgeschütz gebaut habe, oder? Eigentlich bräuchte ich hier noch ein zweites Flakgeschütz, aber ich habe gerade nicht wirklich die Kohle, weil ich noch einen Panzer eigentlich brauche. Naja. Ja, hier muss auf jeden Fall zuerst mal ein bisschen abgeschwächt werden. Ich würde zu gerne von der Stadt da unten aus angreifen, aber... ist mir gerade leicht verwehrt.
Lassen wir die Späher kämpfen. Das ist gerade eine ziemlich verzwickte Situation, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut. Ich brauche oben auf jeden Fall noch einen Panzer und hier unten noch einen Flak. Der überrennt mich gerade ein bisschen, aber das lässt bald nach. Sobald der große Ansturm mal vorbei ist, kommt nichts mehr. Der hat nämlich keine Basen. Erstmal den Bomber hier weg. Auch weg. Könnte jetzt sogar hilfreich sein. Mal sehen. Die Panzer sind größtenteils aus dem Weg geräumt. Mal keine sinnlosen Einheiten opfern. Jetzt kommt sowieso erstmal er mit seiner Spezialgabe. Ein Ausfallschritt. Bär, der da hat. Okay, da müssen wir mal ordentlich zurückschlagen. Mit einem Counterbreak, oder wie da auf Deutsch übersetzt wurde, ein Klarsichtkonter. Bewirkt, wie gesagt, dass unsere Konterangriffe, sollte der jetzt überhaupt zu blöd sein, um uns jetzt angreifen. Ja, unsere Konterangriffe kommen jetzt, bevor er uns angreifen kann. Eigentlich will ich ja diesen Capture hier leicht verhindern, aber... die Infanterie hier leider herhalten. Dass sie den zumindest mal ein bisschen aufhält. So. Den Hafen da oben werde ich jetzt verhindern können, dass er den einnimmt, aber wahrscheinlich werde ich ihn noch blockieren können. Ja, ich spare mal ein bisschen Geld. Ich brauche demnächst sowieso ein paar Kampfpanzer.
was du willst, aber diese Stadt kriegst du nicht. Von Sonjas Pech hat man bisher zum Glück noch nicht wirklich viel gesehen. Aber hier sieht man es jetzt ein bisschen. Bei 79 sollte man schon meinen, dass man auf die 80 kommt. Ja, die Flak wird da unten schon fertig. Mit den beiden Einheiten, so beschädigt wie die sind. Und noch eine Infanterie. Ich mag Kriegsnebel-Missionen nicht wirklich, auch wenn ich mit Sonja spiele. War irgendwo klar, dass der da jetzt ein Landeboot rausholt. Aber es soll mir eigentlich egal sein, solange der da keine Schlachtschiffe baut. Langsam kriegen wir hier ja die Oberhand. Ich muss nur langsam mal hier unten nachsehen. Oh, da hat er noch eine Artillerie. Artillerie können wir auch eine brauchen. Zumindest eine.